Verbesserung der Dehnung. Für Senpulsativ. Kompulsativ. Kibarativ. Im hinteren Teil finden wir oft das Problem, dass die Achillesferse nicht genug gedehnt ist und die Wade nicht fest ist. Deswegen kommt der Fuß nicht in die Übung und die Hüfte bleibt in dieser Position stecken. Kann also der Grund nicht in voller Weite ausführen und nicht durch voll eindringen. Von vorne gesehen, der hintere Fuß ist zu weit abgedreht. Die Hüfte kommt nur in diese Position. Wenn der Fuß weiter eingedreht, kann ich die Hüfte in diese Position bringen, bis Gapuhan. Besonders wichtig, wenn er niedert zum Beispiel. Und deswegen haben viele Leute das Problem, dass der Suki in diese Position nur gelangt. Wir müssen dann mit dem Oberkörper nachkorrigieren. Wenn wir unten den Fuß weiter abdrehen können, können wir die Hüfte weiter eindrehen. Dadurch bessere, optimale Hüftbewegung und optimale Reichweite im Suki schaffen. Daran wollen wir heute arbeiten. Das heißt also, Faszien lockern und Achillesfersen dehnen. So, für die Arbeit an den Faszien haben wir ein paar Hilfsmittel. Ja, ganz normalen Ball, Black Roll und einen kleinen Schlagball. Und wir können als erstes mit der Black Roll anfangen. Wir werden einfach diese Black Roll im hinteren Teil hier einfach einsetzen, um die Faszien im Oberschenkel etwas aufzudehnen, aufzurollen. Ja, man kann hier mit der Weite des Beins arbeiten, indem man hier einfach den Fuß nach unten bewegt und geht auf eine Position, wo man merkt, es findet starker Druck statt, der etwas schmerzhaft ist, dann bleibe ich und bewege den Fuß einfach hoch und runter. Klappe also im Kniegelenk hoch und runter, sehr langsam. So, das mache ich ein paar Mal. Ich wechsle dann auf die andere Seite. Ja, ich kann auch über die Seite rüberrollen. Dieselbe Sache kann ich mit der Wade machen. Dann nutze ich einfach die Black Roll dazu, um die Wade auszurollen. Jetzt hier mit einem kleinen bisschen Gewicht drauf. Außenseite, du machst wieder ähnlich. Suche mir eine Stelle und gehe in kleinen Bewegungen und langsam über diese Stelle drüber. Aber ich kann auch den Druck verstärken, indem ich das andere Bein mit dazu benutze. Zum Jumping. Und da merkt man gleich, wo die Wade verspannt ist. Ja? Denkt man nicht nur im hinteren Teil, sondern vor allem auch im vorderen Teil. Das brauchen wir für die Dehnfähigkeit nachher. Dasselbe kann man machen mit diesem Ball. Da kann man etwas kleinteiliger arbeiten. Und wir haben noch hier eine Hilfe. Mit dem Lacoste-Ball. Und zwar haben wir da das Gesäß etwas ausmassieren und die Faszien da lockern. Man nimmt also den Ball, sucht sich wieder eine Stelle dort, wo die hintere Seite, ja, große Muskulatur, die nach hinten weggeht, verspannt ist. Das ist meistens dann hier, merkt man eine Einschränkung im Bereich des Oberschenkels beim Kehl. Ja, zum Beispiel Schmerzen in der Innenseite, Steifigkeit in der Hüfte. Ja, dann setze ich mich einfach auf diesen Bereich drauf. Und auch hier bewege ich mich leicht hin und her. In dem Augenblick, wenn ich das Gewicht mehr auf diese Seite verlagere, zieht es auch mehr. Und damit werden die Faszien dort, die Muskulatur, etwas gelockert und aufgedehnt. So, jetzt führen wir einen kleinen Check durch, wie weit wir in diesem Bereich uns bewegen können, wenn das Knie nach vorn kommt. Man kann sich in diese Position begeben und jetzt hier die Entfernung festmachen. Wie weit kann ich weg
komme trotzdem noch mit dem Knie in den oberen Teil, ohne dass sich der Hacken ablöst. Ja? Ihr seht also, wenn ich jetzt so weit nach vorne gehe, löst sich schon der Hacken. Ich kann also mehr versuchen, nach unten zu halten, versuche das Knie gerade nach vorne zu halten. Das heißt also gerade die Hüfte, nicht Ausweichposition zu sein, sondern gerade nach vorne zu gehen. Und das kann ich genauso mit der anderen Seite checken. Am besten ist, ich stelle mich dann genau in dieselbe Position, dass ich sehe, ob links und rechts genauso weit beweglich sind. Und hier sieht man schon, dass ich rechts nicht so weit nach vorne komme, also nicht berühren kann. Ja, und jetzt der Hacken schon hochkommt. Okay, das gerade Knie bleiben. Das kann man in dieser Position etwas versuchen zu dehnen. Oder in der nächsten Übung. Lege die in diese Position. Ich zeige es einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung. Erstmal, wir fangen mal in diese Richtung an. Ja, da kann man das auch ganz normal auf einer Treppe üben. Ich stelle mich jetzt hier drauf und gehe mit dem hinteren runter. Wichtig ist, dass ich nicht ausweiche, das Knie nach außen nehme, sondern geradlinig runtergehe. Und hier sieht man gleich, dass die Position so ist, dass ich nicht bis zum Boden runterkomme. Und jetzt kann ich einfach mit dem Körpergewicht hier ein bisschen nachgehen. Das Knie gestreckt lassen, ein bisschen nach vorne gehen, das Knie gestreckt lassen und jetzt versuchen nach unten zu dehnen. Dann durch die Aufdehnung der Wadenmuskulatur mit der Blackboard, was wir am Anfang gemacht haben, ist jetzt schon die Dehnfähigkeit besser. Dann halte ich die ganze Weile lang. Und dann kann ich ruhig so 2 Minuten in dieser Position verharren und einfach die Hacke versuchen immer mal weiter zum Boden zu bringen und man merkt ziemliches Ziehen in der Wade. Aber das ist gut so. Das soll so sein. Okay. Dann gehen wir mit der anderen Seite nach unten. Ja, so, Rücken gerade lassen. Hier wieder Bein strecken. Ja, das Gewicht nach hinten mitbringen. Und möglichst hier lassen. Nicht zu doll nach hier gehen, dann geht auch die Kraft, die da unten wird, ein bisschen weg. Mehr so, bisschen, dass wir ein klein bisschen in der Schräge stehen. In Verlängerung wird man sich vom Kopf bis zum Haken gehen. In einer Schräge. Ja, und dann wieder so etwa 2 Minuten halten. Man merkt wieder, fängt schön an, in der Wade zu ziehen. Ja, jetzt nochmal von vorne. Also, achtet darauf, nicht in einer Ausweichposition so rauszugehen, dass das Knie in dieser Position steht, sondern das Knie gerade stellen, dass es wirklich in einer geraden Position nach vorne zeigt. Dann etwas schräg stellen den Körper in Verlängerung vom Kopf bis zum Po in einer Linie, nicht so aufrecht. Und jetzt das Knie gerade strecken und den Hacken nach unten bewegen. Keine Ausweichbewegung zur Seite machen, sondern gerade und die gehen vielleicht mal nachkorrigieren. Das wieder 2 Minuten, so wie ich es vorhin gesagt habe. Hier selbe Sache, nicht seitlich stellen, möglichst gerade. Ja, so war ich jetzt am Anfang. Hier jetzt versuchen, das Knie zu strecken. Ja, und wer es schafft, immer mehr nach unten. Dann wird man sehen, dass man, hängt natürlich von der Höhe ab, immer mehr nach unten kommt. Die Spannung der Wade nimmt immer mehr zu. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hat es für Senkozati gemacht. Senkozati, so. Und die Position ist so viel einfacher und entspannter nach unten zu führen. Ja, auch hier, die Spannung lässt nach. Die Hüfte kann man von dieser Position locker und schnell nach vorne eindrehen. Dann Suki, enge Körperfülle und auch hier relativ schnell und zügig schlagen. Wichtig ist auch jetzt hier darauf zu achten, dass ich den vorderen Teil diene, dass ich nicht das Knie zurückziehe beim Schlag, sondern hier rein gehe und zuschlagen. Ja? Hier rein und zuschlagen. Ja? Kleine Bewegung im Knie, ja, ruckartig, okay, aber nicht die Balance verlagern. Hier genauso, ja? Nicht ganz gerade stehen, ein bisschen raus, damit wir aus dieser Position noch agieren können bei Blocktechniken. Ja, und dann aus dieser Position hier die Hüfte einsetzen, Knie stabilisieren und nach vorne schlagen. Und wieder raus und nach vorne schlagen. Okay, ja, gut, jetzt hatte ich genauso. Aus dieser Position hier, ja, schön weit nach unten. Gerade stabilisieren, Dehnung ist besser als vorher. Oberkörper, Hüfte kann sich gut bewegen. So.
andere Seite genauso. Ja, bessere Beweglichkeit. Man kann mehr nach unten gehen, Dehnfähigkeit erhöht. Wir schauen mal bei Kimadachi. Ja, auch hier dann muss ich nicht diese Position einnehmen, sondern kann hier in diese Position gehen. Füße parallel zueinander und stehe hier viel stabiler.
Tschüss.